Eine Stadt ist ein lebendiger Organismus mit vielfältigen Funktionen. Der Bürger verlangt von seiner Stadt, dass sie in all ihren Lebensbereichen funktioniert. Manches dabei scheint uns selbstverständlich und nicht der Rede wert. Mit der zunehmenden Technisierung und der Entwicklung auf allen Gebieten unseres Lebens jedoch muss sich eine Stadt mit ungezählten neuen Problemen herumschlagen und sie ist zu immer größeren Investitionen gezwungen, um einen reibungslosen Funktionsablauf zu garantieren. Eines dieser Probleme, die gelöst werden mussten, war die Frage, wohin mit dem Dreck? Diese Frage stellte sich für Darmstadt wie für alle Großstädte. Denn Darmstadt hat sich verändert. Es ist größer geworden. Unser Wohlstand ist gewachsen. Unsere Lebensgewohnheiten haben sich geändert. Und Dreck und Kehricht sind die angeschmutzte Kehrseite dieser Wohlstandsmedaille. Vor nicht allzu vielen Jahren machte uns der Dreck noch keine Sorgen. 1948, in der ausgebrannten Ruinenstadt, hatten wir 6000 Tonnen Müll im Jahr. Die konnte man ohne Schwierigkeiten auf den Halden abkippen. Inzwischen aber hat sich die Müllmenge mehr als verzehnfacht. Das ist eine der Folgen unseres steigenden Lebensstandards. Wir können mehr kaufen und können es uns leisten, mehr wegzuwerfen. Nie zuvor wurde so viel weggeworfen wie heute. Alles kommt uns gut verpackt ins Haus, Kartons, Einwickelpapier, Flaschen, Dosen, Kunststoffbehälter türmen sich zu Bergen. In einer Zeit raffinierter Reklametricks hat die Verpackung nicht mehr nur dem einfachen Zweck zu gehorchen, sie ist zugleich auch Blickfang und Kaufanreiz. Die meisten von uns haben zu Hause kaum die Möglichkeit, das Überflüssige zu verbrennen, weil sie mit Öl, Gas oder Strom heizen. Wir müssen es also in die Mülltonne stopfen. Uns interessiert nur, dass die Mülltonnen regelmäßig geleert werden. Wir machen uns weniger Gedanken darüber, was mit all dem Dreck geschieht. Und es ist sehr viel Dreck, der in die 23.000 Mülltonnen und 600 Großraumbehälter im Stadtgebiet hineingeht. Es ist so viel, dass man einmal im Jahr den Marktplatz damit auffüllen könnte. Es ist so viel, dass über 200 Güterzüge mit je 50 Wagen nötig wären, um den ganzen Abfall und Unrat abzutransportieren. Bei diesen Zahlen wird es jedermann deutlich, wie wichtig es war, diesem Problem energisch zu Leibe zu rücken. Die alpinen Drecklandschaften und die riesigen stinkenden Schuttgebirge vor den Stadttoren müssen der Vergangenheit angehören. Dafür spricht nicht nur der Mangel an geeigneten Plätzen für die Müllhalden, auch landschaftspflegerische, stadthygienische und gesundheitspolitische Überlegungen stützen diese Forderung. Denn die Müllhalden verpesten die Luft mit Gestank und Rauch, sie ziehen das Ungeziefer an, Ratten, Mücken und Kakerlaken, sie verschmutzen das Grundwasser und die Oberfläche und sie verschandeln die Landschaft. Felder, Wiesen und Wälder haben heute jedoch mehr denn je eine wichtige Bedeutung als Erholungslandschaft für die Großstadtbevölkerung. Wir können es uns nicht länger leisten, den Erholungswert unserer Landschaft durch Müllhalden zu vermindern. Mehrere Möglichkeiten, den Müll zu beseitigen. Am zweckmäßigsten ist es, in einer Verbrennungsanlage den Müll auf ein Minimum zu reduzieren. Doch mit dieser Erkenntnis allein ist das Problem noch nicht gelöst, denn Müll ist nicht gleich Müll. Der Müll einer Großstadt hat eine andere Beschaffenheit als der einer Landgemeinde. Als die städtischen Körperschaften den Bau einer Müllverbrennungsanlage beschlossen, waren zunächst umfangreiche Studien und Forschungsarbeiten nötig. Ähnliche Anlagen wurden besichtigt, die Darmstädter Verhältnisse und Gegebenheiten mussten sorgfältig untersucht und geprüft werden. Man musste genau wissen, was sie täglich an Dreck anschleppen, die 12 Müllwagen, die 3 sogenannten Haifischwagen und die 7 Absetzkipper des Fuhr- und Reinigungsamtes.
und man musste vor allem eine Anlage finden, die in ihrer Arbeitsweise auch mögliche überraschende Entwicklungen in der Zukunft bei veränderten Lebensgewohnheiten abzufangen vermag. Darmstadt entschied sich für das System der Schweizer Firma von Roll. Nach einer Bauzeit von 18 Monaten war Darmstadts teuerstes Bauwerk nach dem Kriege fertiggestellt, die Müllverbrennungsanlage. Die Kosten betrugen rund 20 Millionen D-Mark. Das Land Hessen hat ein Viertel der Baukosten übernommen. Die Anlage arbeitet nun seit über einem Jahr und sie hat sich bewährt. Sie gilt als vorbildliche Lösung für die Müllbeseitigung einer Großstadt. Man spricht vom Darmstädter Modell. Die Stadt hat den Betrieb der Anlage der Südhessischen Gas- und Wasser AG übergeben, auf deren Gelände das Bauwerk auch entstanden ist. Wichtig für die Wahl des Standortes war vor allen Dingen die Nähe einer leistungsfähigen Dampfeigenerzeugung. Der gesamte ankommende Müll wird gewogen. Eine Wiegelochkarte setzt den elektrisch gesteuerten Vorgang zum Registrieren und Verbuchen der Müllmenge in Bewegung. Die 9 Tore zum Müllbunker lassen sich hydraulisch öffnen und schließen. Das Bunkertor ist die Endstation der städtischen Mülltransporte. Hier kippen sie ihre Ladung ab. Aber auch Firmenfahrzeuge und private Anlieferer können ihren Müll hier entladen. Der Müllbunker fasst 3200 Kubikmeter. Im Bunker herrscht Unterdruck, der den Staubaustritt verhindert. Der Kranführer sitzt in einer vom Bunkerraum hermetisch abgeschlossenen Kanzel. Er dirigiert den riesigen Greifer, der den Müll aus dem Bunker in den Einfülltrichter befördert. Von hier gleitet der Müll auf den Vortrocknungsrost und schließlich auf den Hauptrost, wo er verbrennt. Die Hitze im Verbrennungsofen liegt bei 700 bis 950 Grad. Wegen der verschiedenen Brennwerte des Mülls muss der Heizvorgang ständig kontrolliert werden. Hydraulisch angetriebene Rostmesser lockern den brennenden Müll. Ein Ofen kann täglich bis zu 200 Tonnen Müll verbrennen. Die Darmstädter Anlage verfügt über 2 Öfen. Der Platz für einen dritten ist bereits vorgesehen, wenn eines Tages die Kapazität für die Stadt Darmstadt und mehrere umliegende Gemeinden nicht mehr ausreicht. Der gewonnene Dampf wird nicht in die Luft geblasen. Er wird vielmehr in das allgemeine Wärmeversorgungsnetz der Südhessischen Gas- und Wasser AG eingespeist. Zurzeit werden Untersuchungen darüber angestellt, den Dampf nicht nur zu Heizzwecken, sondern auch zur Stromerzeugung zu nutzen. Die Darmstädter Müllverbrennungsanlage ist eine imposante technische Anlage. 130 verschiedene Motoren sind in Tätigkeit. Verlegt wurden 30 Kilometer Kesselrohre, 29 Kilometer elektrische Leitungen und 7,2 Kilometer Dampf-, Wasser- und Gasleitungen, um nur einige Details zu nennen. Und dennoch genügt ein Mann im Kontrollraum, um die komplizierte und umfangreiche Anlage zu überwachen und zu lenken.
Zahlreiche Messinstrumente geben ihm ständig die Daten und Werte für seine Kontrolle. Ein ausgeklügeltes Warnsystem ist in den Funktionsablauf eingebaut. Vorbildlich sind die Einrichtungen der Müllverbrennungsanlage, um einer gefährlichen Luftverschmutzung vorzubeugen. Im Filtertrakt wird den heißen Verbrennungsgasen die Flugasche entzogen. Durch ein kleines Kontrollfenster kann man sehen, wie der ausgefilterte Schmutz der Abgase zurückbehalten wird. Der Rauch verlässt, elektrisch gefiltert, völlig staubfrei und geruchlos den Hochkamin. Und was bleibt übrig von den vielen tausend Tonnen Dreck in der Stadt? Der Müll wird in seinem Umfang auf ein Achtel seines Ausgangswertes reduziert. Ein Endlosband befördert die Schlacke in den Schlackenbunker. Von hier wird sie abgefahren und lässt sich ohne Schwierigkeiten in Kiesgruben oder Senken abladen. Sie ist steril und geruchlos. Wir leben in einer modernen technischen Welt. Viele unserer Probleme lassen sich nur mit modernen technischen Mitteln lösen. Die Müllverbrennungsanlage ist ein Beispiel dafür. Sie ist aber auch ein Beispiel für die ungeheuren Investitionen, die zum Funktionieren einer Stadt und für die Gesundheit ihrer Bürger notwendig sind.